Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, meine Familie ist ausgeflogen. Ich habe ganz viel Ruhe zu Hause, ganz viel Zeit, euch einen neuen Basteltipp zu zeigen. Und zwar stellen wir heute ein Windlicht vor. Und das wollte ich jetzt in Frühlingsfarben haben und habe mich für diese Servietten entschieden, weil ich finde, die sind so schön frühlingshaft. Und leicht auch schon osterhaft mit den Ostereiern drauf. Und ja, ich denke, wir legen einfach mal los. Ich falte mir diese Serviette auseinander und schneide entlang der Faltlinie das einfach ab. Das gleiche mache ich noch einmal. Ich falte es auseinander und schneide auch entlang dieser Faltlinie das wieder auseinander. Für das Windlicht, welches wir jetzt machen, brauchen wir beide Teile. Und nun trennen wir die oberste Schicht von den anderen beiden Schichten einfach ab, und es geht ganz gut, wenn man das mit den Fingern, das zwischen den Fingern so ein bisschen aufribbelt, dann dürfte das eigentlich ganz gut gehen oder auch nicht. Manchmal gibt es Ecken, die gehen nicht so toll, dann nehmen wir eine andere, probieren es hier noch einmal. Und was wir benötigen, ist natürlich die gedruckte Seite. So, das gleiche machen wir bei dem anderen auch. Dann benötigt ihr eine handelsübliche Laminierfolie in DIN A4. Und wenn ihr es jetzt dazwischen legt, achtet gut darauf, dass wenn ihr es wieder zu faltet, dass die Ecken nicht weggeknickt sind. Das passiert recht schnell, aber so sollte das dann ausschauen. Ich habe jetzt die andere Serviette beiseite gelegt, weil ich habe das einmal schon vorbereitet. Man würde sich dieses jetzt laminieren und das Ganze schaut dann so aus. Wenn ihr keinen Laminierer zu Hause habt, oftmals gibt es einen Coffeeshop um die Ecke und also unser bietet es an, dass man da auch laminieren kann. Fragt einfach mal nach. Bestimmt klappt das. So, jetzt gehe ich her und nehme erstmal eins. Und wie ihr seht, ich halte mal den Unterschied ran. Na, das kommt die Farbe auch wieder wunderbar zur Geltung, wenn man das laminiert hat. So, nun gehe ich her und nehme mein Lineal. Und jetzt richte ich mich nach diesen Abständen, nach einmal nach diesen Nach dieser Einkerbung, das ist ungefähr 1 cm, und einmal bis zu diesem Strich zwischen den Zahlen, das sind ungefähr 0,5 mm. Jetzt brauche ich erstmal das mit dem 1 cm, also ich richte mich danach und zuerst schaue ich, was ist oben, was ist unten. Eigentlich kann man es so rumnehmen, man könnte es auch so rumnehmen. Ich glaube, ich entscheide mich dafür, dass das jetzt unten ist und das oben. Und nun markiere ich mir eine Linie rechts und links an den Seiten von etwa 1 cm. Dafür halte ich mein Lineal daran. Und jetzt benötigt ihr einen Stift. Das hier ist ein Feinliner, der auch ganz leicht wieder mit den Fingern von der Folie zu wischen ist. Also kein Edding oder so nehmen. Aber das geht mit so einem Feinliner eigentlich ganz gut. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe mir jetzt die zwei Linien da gezogen und oben und unten markiere ich mir eine Linie von etwa 5 mm.
So. Das Ganze schneide ich mir jetzt aus. Und diese Windlichter herzustellen, das ist wirklich fix gemacht. Und das kann man auch ganz gut mit Kindern machen. Ich habe es tatsächlich auch schon mit Kindern gebastelt. Letztes Jahr zur Weihnachtszeit. Und ich finde, das ist auch immer ein süßes kleines Mitbringsel. Wenn man etwas verschenken möchte, etwas Kleines mitbringen möchte, zum Geburtstag oder zum Osterkaffee oder. Da gibt es ja so einige Anlässe, wo man so ein süßes kleines Mitbringsel mitbringen kann. So, nun habe ich hier mein Stück, welches ich mir ausgeschnitten habe. Und nun nehme ich mir mein anderes und schneide dies einfach nur grob aus. Mit wesentlich mehr Abstand, als ich zum Schluss benötige. Aber einmal ganz grob, weil das wäre jetzt alles ein bisschen störend. So. Nun nehme ich mein oberes, welches ich ja ganz genau abgemessen habe, und drehe das untere einmal um und lege es bei dem oberen an. Und nun gucke ich und suche mir meine Position, dass ungefähr beide Servietten genau übereinander liegen. Ganz genau werdet ihr das nicht hinkriegen. Das seht ihr bei mir auch ganz leicht, weil die Servietten eben einfach nicht gleich groß sind. Aus dem Grund habe ich mir bei dem hinteren jetzt auch keine Markierung gemacht, weil das dann ganz doll verrutschen würde. Jetzt nutze ich hier so eine Heftklammern, glaube ich, sind das. Wer sowas nicht hat, es geht auch mit Wäscheklammern, und die nutze ich einfach nur, weil ich nur zwei Hände habe. Nein, weil das wirklich sehr, sehr rutschig ist. Beide Folien übereinander, das rutscht unwahrscheinlich schnell weg. Und jetzt kann ich meine hintere Folie ausschneiden und habe die Maße wie bei meiner vorderen Folie. Packe ich mir die Heftklammern auf die anderen Seiten. Und schneide auch die beiden Seiten. Ab anhand meiner Markierungshilfe von dem oberen Blatt. Oh, hier war das jetzt ganz schön knapp mit. Ich schneide mal grob aus. Aber es geht. So. Das wäre auch schon fast der schwierigste Teil. Jetzt kommen wir dazu, dass wir an den Seiten Löcher benötigen. Und zwar benutze ich dafür einen ganz normalen Tacker. Und ein Tacker hat in der Mitte eine kleine Einkerbung, wo man ja sein Blatt hineinschiebt, dass man die Löcher genau in der Mitte hat. Nun benötige ich auch noch mal meinen Stift. Und jetzt lege ich mir meine Folie zwischen meinen Tacker. Ziemlich, dass es hier unten fast abschließt. Und markiere mir mit meinem Stift genau bei der Einkerbung. Ich hoffe, das hat geklappt. Ja, bin genau bei der Einkerbung eine kleine Linie. Nochmal. Ja, das würde jetzt mit dem Edding natürlich viel, viel besser gehen, aber dieser lässt sich ja auch nicht wegwischen. Und jetzt setze ich meine ersten beiden Löcher. Habe hier meine Markierung, hier meine beiden Löcher. Und jetzt benötige ich ein Lineal. Und setze mir von dieser Markierung noch drei weitere Markierungen im Abstand von 2,5 cm.
1, 2 und einen halben, 2,5, 2,5. Somit habe ich jetzt 4 Markierungen. Die erste habe ich ja schon benötigt für diese Löcher und jetzt setze ich diese Markierung, sprich die zweite, genau in die Mitte bei meinem Tacker. Jetzt gehe ich zur dritten Markierung und jetzt nutze ich die vierte Markierung. Da müsst ihr ein bisschen aufschauen, ein bisschen luschern, ob ihr tatsächlich auch das untere Loch trefft. So, jetzt habe ich hier meine Löcher, genau den gleichen Abstand, wische meine Markierungen ganz einfach weg. Und ja, ich habe es probiert mit einer kleinen Lochzange, aber damit kommt man gut durch Papier, aber definitiv nicht durch zwei Lagen, auch eigentlich noch nicht mal durch eine Lage Laminierfolie. Es wäre natürlich einfacher, sich dort Punkte zu setzen und mit einer Lochzange dabei zu gehen, aber das funktionierte irgendwie nicht. So, nun haben wir hier die eine Seite. Ich lasse das noch so zusammen. Und jetzt habe ich mir hier schon Band bereitgelegt. Ich nutze hier so Bastband. Ihr könnt natürlich auch hier so grünes Band benutzen. Eigentlich fand ich dieses auch ganz hübsch, weil sich das Grün wiedergibt, welches auch schon hier auf dem Motiv ist. Ich nutze jetzt aber dieses Bastband. Und ihr könnt das zusammenbinden, ganz wie ihr mögt. Ich nutze immer ganz gerne, das war unten, das war oben. Ich nutze immer ganz gerne dieses Überkreuz. Dazu ziehe ich mir beide Seiten, also eine Seite durch, nehme ungefähr die Hälfte, also ziehe es bis zur Hälfte durch. Also suche mir den Mittelpunkt. Und nun tue ich beide überkreuz und gehe mit dem rechten von vorne durch das Loch und mit dem linken von vorne durch das Loch und mit dem rechten Band von hinten durch das Loch. Ich würde mir das Ganze jetzt tatsächlich zwischen meine Beinchen klemmen, also dieses hier. Dann hält man das irgendwie auch ein bisschen fest. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, das hier ganz so frei in der Luft zu machen, aber ich glaube, auch das kriegen wir gut hin. So, nun ziehe ich das ganz straff, wickel beide wieder über Kreuz, gehe mit dem linken von vorne kann das eigentlich auch schon stramm ziehen, gehe mit dem anderen von der anderen Seite durch. Ziehe stramm und das mache ich jetzt bis oben hin. Und nicht vergessen, zwischendurch immer gut stramm ziehen. Sind wir auch gleich oben angekommen. Gut stramm ziehen. Und einen noch. Das Ganze verknote ich jetzt. Und dann kann man sich entscheiden, ob man zum Schluss eine Schleife rein haben möchte oder das tatsächlich nur ein bisschen kürzen oder gänzlich kürzen. Ich werde dann mal schauen, wie ich das möchte und mache jetzt auch erstmal
dasselbe, was ich hier gemacht habe, auf der anderen Seite, und das mache ich für euch im Schnelldurchlauf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das hätten wir jetzt geschafft. Ich habe beide Seiten mein Bastband angebracht. Und was ich vergessen habe vorhin zu sagen, Bastband ist ja schon so, wie man es hier auch gut sieht, das kann unwahrscheinlich schnell auffriemeln. Und dann hat man so ein leichtes Problem und muss das immer mit den Fingern wieder so zurechtfriemeln, um dass man es da durchgesteckt bekommt. Ich habe mir als Hilfe hier ein ganz bisschen Tesa drum gewickelt, jeweils an den Enden. Und insofern kann da nichts auffriemeln und es lässt sich wunderbar einfach durchstecken. Ich werde hier jetzt keine Schleife reinsetzen. Ich werde mir das Band einfach nur ein bisschen kürzen. So. Und so. Nun kann ich auch schon meine Heftklammern abmachen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Und habe mein Windlicht fertig. Wenn man das auseinanderklappt, schaut das Ganze dann so aus. Und wenn man sich dort ein Gläschen reinstellt, es müsste, glaube ich, auch ein handelsübliches Getränkeglas passen, weil man hat ja doch schon einen recht großen Spielraum, was da so zwischenpasst. Ich habe jetzt hier ein etwas größeres, ich weiß gar nicht, was da mal drin war. Sieht ein bisschen aus wie ein Breichenglas, ist es aber nicht. Ein ganz normales Glas, ein Schraubverschlussglas. Und habe mir dieses jetzt da reingesetzt. Habe jetzt hier meine kleine Kerze. Die kann ich mir jetzt da reinsetzen. Ich hoffe, sie bleibt an. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Hey, wow. Und stülpe mir mein Windlicht ganz einfach rüber. Ich sage immer, es dürfte eigentlich nichts passieren, wenn man ein kleines Teelicht nutzt. Bitte, bitte keine hohen Kerzen, keine großen Kerzen, weil das ist ganz klar, die Folie würde aufweichen, es würde eventuell anfangen zu schmoren, zu brennen, das wollen wir nicht. Wenn man dieses Glas jetzt im Zimmer hat, wo man sich konsequent aufhält, kontinuierlich, dann kann man definitiv ein Teelicht nutzen. Wenn man das jetzt aber ins Bad stellt, ins Gästebad oder wie auch immer, wo man sich nicht stets und ständig befindet, nutzt bitte LED-Lichter. Nutzt bitte keine echten Kerzen. Ich sage das immer wieder und gebe das hier als Tipp einfach mal mit. So, nun haben wir hier ein kleines Windlicht hergestellt und es gibt die Variante und auch die Möglichkeit, ein großes Windlicht herzustellen. Das ist das gleiche Prinzip. Ich habe erstmal beide übereinander gelegt, habe das dementsprechend zugeschnitten, einmal zugebunden, auch hier bitte immer gut irgendwas nutzen, womit ihr das festhalten könnt, und habe dann immer jeweilig die beiden Partner angehalten, zurechtgeschnitten, gelocht, dann zusammengebunden und auch hier wieder beide Partner. Also macht euch bitte nicht Schablone für Schablone fertig. Und dann werdet ihr nämlich merken beim Anlegen, oh, es passt nicht. Also es würde einfach hier länger sein oder es würde einfach wirklich nicht passen. So, da habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Vase reinzustellen. Ich hätte die Möglichkeit, jetzt Blümchen reinzustellen. Habe aber auch hier die Möglichkeit, ein Teelicht reinzustellen. Da habe ich jetzt die Variante, ein etwas größeres Teelicht reinzustellen. Und wie man das denn mag, wie man das aufstellen mag, das ist ganz euch überlassen. Ich habe hier wunderbar diesen Rosaton nochmal aufgegriffen, habe hier ein paar ein bisschen Heidelbeergrün drin. Ihr könnt auch Blümchen reinstellen, ihr könnt dieses auch dort reinstellen und ein Teelicht daneben stellen. Also da ist eurer Fantasie jeglich Luft, also da könnt ihr ganz viel mitmachen. Ich finde es wie immer wunderschön und ich habe dieses DIY auch genannt Last-Minute-Geschenktipp, Geschenkidee für jede Gelegenheit, für jeden Anlass,
und möchte euch kurz mal zeigen, ich mache mir mal Platz, das ist so die Variante Sommer. Absolut Sommer, wunderschön, das habe ich mir gemacht. Das ist die Variante Winter, Weihnachtszeit, Winterzeit, die habe ich mit den Kindern gemacht. Ich fand dieses Motiv total schick. Wie gesagt, ihr habt stets und ständig einen kleinen Basteltipp, um etwas Schnelles, etwas Kleines herzustellen als Mitbringsel, wenn ihr irgendwo eingeladen seid. Ich finde sie toll. Ich finde sie richtig schick. Wenn es euch gefallen hat, ganz viel Spaß beim Nachmachen, ganz viel Freude damit, viel Freude beim Verschenken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.